Die folgende Sendung wird gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Und wie erklären Sie sich das hier? Ich bin einfach nur super gut drauf. Oder ist das jetzt schon verboten? Lee! Geh, wohin du willst, aber erwarte von mir keine Absolution dafür. Bastian, bleib bei mir. Hallo. Hallo. Mascha, da bist du ja wieder. Tut mir leid, Paps. Ich habe euch eine Menge zugemutet. Macht doch nichts, Mascha, das macht doch nichts. Ich weiß schon, es war nicht in Ordnung, von mir einfach so abzuhauen. Du musst jetzt nichts erklären, Misch. Jetzt kommt doch alles wieder in Ordnung. In Ordnung, ja. Ja, sicher kommt es das. Du wirst sehen, die Ärzte kriegen dich schon wieder hin. Nur damit eins klar ist, ich werde zu keinem Arzt gehen. Aber Mascha, du bist doch jetzt wieder zurück und... Willst du mich unbedingt die letzten Monate meines Lebens an irgendwelchen Schläuchen hängen sehen? Gepflastert mit Elektroden und umrahmt von irgendwelchen Piepsern? Ja, aber das muss doch nicht... Paps, ich will leben. Es muss doch da irgendeine Möglichkeit geben, die... Ja, die gibt es auch. Nämlich die, dass ich, solange das geht, das tue, was ich mir immer gewünscht habe. Es muss ja nicht gleich eine Klinik oder die Intensivstation sein. Sondern? Es gibt ja noch andere Methoden. Alternative Medizin. Ich habe zum Beispiel mal was von einer Misteltherapie gehört. Die soll zum Beispiel gar nicht so schlecht sein. Komm, bitte. Das raubt einem doch nur die Zeit. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht einfach die Hände in den Schoß legen und abwarten. Das tue ich doch gar nicht. Ich mache doch was. Ich mache das, was ich immer tun wollte. Ich werde nach Kanada gehen. Und zwar zusammen mit dir. Der Kreislauf ist schon etwas stabiler als heute Nachmittag, aber Reflexe machen mir noch ein bisschen Sorgen. Kann es sein, dass sie irgendwas genommen hat? Tobias? Was genommen? Wieso? Was meinen Sie? Drogen? Die? Tobias, ich muss das wissen. Du musst Dr. Westermeier schon die Wahrheit sagen. Er kann Lee sonst nicht helfen. Wir haben ein, zwei Pillen genommen. Pillen? Ecstasy, glaube ich. Oh, verdammt! Es ist ja nichts weiter passiert. Ein kleiner Kreislaufkollaps, von dem wird sie sich schon wieder erholen. Wann hat sie das letzte Mal was getrunken? Das weiß ich nicht. Sie hat so gut wie überhaupt nichts getrunken. Sie hat immer nur getanzt. Ja, schon klar, sie ist völlig ausgetrocknet. Ich werde sie für ein, zwei Stunden an den Tropf hängen. Ich habe die Sachen im Auto, ich komme gleich wieder. Hab. Ich habe nicht nur mein Ticket umbuchen können, ich habe auch noch eins für dich gekriegt. Übermorgen geht unser Flieger. Ich habe auch eine Neuigkeit. Ja?
Ich habe mich ein bisschen im Internet umgesehen und ich bin auf diesen Arzt gestoßen, der... Warte, Mascha, bitte. Gib mir eine Minute, ja? Mir zu lieben. Eine Minute, dir zu lieben. Gut. Neidhardt heißt dieser Arzt. Der hat einen riesen Erfolg. Da stand sogar in der Zeitung. Guck mal, eine ganze Seite. Mascha, der operiert nicht. Der bestrahlt nicht, keine Chemotherapie. Und trotzdem kann er total viele von seinen Krebspatienten heilen. Ich hab's gesehen. Übermorgen geht unser Flieger. Mascha, bitte, du hast mir gerade versprochen, mir zuzuhören. Hab ich doch. Der Mann, der vollbringt wahre Wunder. Von mir aus. Bitte geh mit mir zu diesem Arzt, Mascha. Nein! Ein letzter Versuch, ein allerletzter Versuch. Verschieb unseren Flug um eine Woche, eine einzige Woche, Mascha. Eine Woche, für dich sind es gerade mal 7 Tage, für mich ist es eine Ewigkeit. In dieser einen Woche kannst du 2, 3 Jahre oder vielleicht sogar mehr gut machen. Schenk mir diese eine Woche, Mascha. Dieser letzte Versuch, bitte geh mit mir dahin. Und wenn das dann wirklich nichts ist, dann verspreche ich dir, lasse ich dich in Ruhe. Also gut. Dann sehen wir uns diesen Wunderdoktor mal an. Und? Fühlst du dich wieder besser? Ja, ja. Alles wieder in Butter. Meine Güte. Hätte ganz schön ins Auge gehen können. Darf ich überhaupt nicht dran denken. Ist es aber nicht. Es ist ja alles wieder okay. Wieder okay, ja? Du bist gut. Das dicke Ende kommt erst noch. Was denn für ein dickes Ende? Ja, wenn Ulla von der ganzen Sache Wind kriegt. Ja, jetzt guck mich nicht so an. Von mir erfährt sie es natürlich nicht. Ja, von wem dann? Na eben, wenn du ihr nichts sagst. Na, ihr seid vielleicht naiv. Ziemlicher Wahrscheinlichkeit über Westermeier. Ja, glaubt ihr denn nicht, dass es ihr bei der nächsten Gelegenheit brühwarm servieren wird? Schließlich hat es dich ja ganz schön erwischt. Shit. Tja. Und dann stehen wir alle ziemlich dumm da vor ihr. Das ist schon mal klar. Stimmt. Aber von der Sache mit dem Brand weiß Herr Westermeier nichts. Wenn sie wenigstens davon nichts erfährt. Ich meine, wie es wirklich passiert ist. Die kriegt einen Herzinfarkt und lässt mich nie mehr wieder aus ihren Augen. Ich sag ja, von mir erfährt sie nichts. Meinst du denn wirklich, dass Westermeier Mama auch die Sache mit dem Ecstasy erzählen wird? Weiß nicht. Möglich wär's. Mann, so eine Kacke. Ich glaube, das Beste in dem Fall wäre, du erzählst es ihr selber. Fleißig? Fleißig? Ein Wahnsinnsumsatz mache ich hier. Was sagt denn das Gesundheitsamt, wie lange der Laden geschlossen bleiben muss? Bis ich die Bescheinigung vom Kammerjäger habe, dass hier alles wieder sauber ist. Das dürfte doch kein Problem sein. Kein Problem. So was spricht sich doch rum. Hier kauft doch keiner mehr ein. Das ist das Problem. Ach, halb so wild. So was vergessen die Leute schnell. Vor allem, wenn sie morgen oder übermorgen von einer ganz anderen Ungezieferplage zu hören kriegen. Sind das die lieben Kleinen? Klein? Ausgewachsene Biester sind das. Ein ganz anderes Kaliber als ein paar lächerliche Kakerlaken. Darf man mal reinschauen? Hör zu. Wie viele sind's denn? 5. Aber alles ausgewachsene Prachtexemplare. Prächtige Tierchen. Da kommt Freude auf. Gut so? Naja, ich find's wie gesagt ein bisschen übertrieben. Meinst du wirklich? Klar doch. Die merkt doch sofort, dass was nicht stimmt, wenn du so eine Show machst. Nur dann kann da nichts sein. Wenn das nicht aufwendig ist, fällt dir was Besseres ein?
Gottes Willen. Hallo, Mama. Sag mal, was ist denn hier los? Wir dachten, wir bereiten dir einen kleinen Empfang. Ja, das sehe ich. Da muss ja eine mittlere Katastrophe passiert sein. Das sieht sehr nach schlechtem Gewissen aus. Schlechtes Gewissen? Mhm. Wieso? Will man mal ein bisschen freundlich sein? Ja, die Taschen, die bringe ich am besten schon mal ins Schlafzimmer, nicht? Ja, bitte. Danke. Und wie es hier riecht. Tja, ich habe ein bisschen... Verbrannt, irgendwie verbrannt. Als ob es hier irgendwo gekogelt hätte. Ach das, das ist nichts weiter gewesen. Ein paar Freunde und ich haben gestern Fondue gemacht. Und da ist ein bisschen die Tischdecke angebrannt. Es hat gebrannt? Überhaupt kein Problem. Nur ein kleiner Schaden. Ich habe auch schon mit Tobis Mutter telefoniert. Sie hat die Schadensmeldung aufgenommen. Und alles Weitere regelt unser Hausrat. Das ist doch überhaupt nicht das Problem. Stell dir vor, das wäre passiert, wenn du hier alleine gewesen wärst. War ich aber nicht. Na Gott sei Dank. Also, dass man euch nicht zwei Tage alleine lassen kann. Und dann dieser Tannennadelgeruch. Was für eine Schnapsidee, das hier wild zu versprühen, denn macht doch alles nur schlimmer. Oh Gott, ich glaube, ich muss in die Küche, sonst brennt's hier gleich wieder. Ich habe uns nämlich zur Feier des Tages einen Auflauf gemacht. Komm, setz uns doch schon mal. Kinder, Kinder. Ja, guten Tag, Spranger mein Name. Den Termin hätte ich aber gerne für meine Freundin Mascha Gellert. Wie bitte, erst in 2 Monaten? Ja, da kann man da nicht mal was zwischendurch? So viel Zeit haben wir aber nicht. Kann man da gar nichts machen? Ja. Okay. Ja, danke schön. Du hast im Schlaf gelächelt. Ich habe auch was Schönes geträumt, glaube ich. Sah auch sehr schön aus. Ich habe Neuigkeiten. Von diesem Dr. Neidhardt? Hast du angerufen? Mhm. Wir können los. Jetzt sofort? Klar. Dass der so schnell einen Termin frei hat? Tja, Kunststück. Schmeckt wirklich klasse, dein Auflauf, Lee. Mhm. Ja? Mhm. Danke. Du hast noch gar nichts von dem Boys-Konzert erzählt. Wie war's denn? Das Konzert? Mhm. War ganz schön. Ganz schön? Ja. Und sonst? War wirklich ganz nett. Ganz nett? Ist irgendwas. Wieso? Naja, auf dem Konzert war die Hölle los. Echt tolle Stimmung. Es war knallvoll. Und? Und? Naja, nach dem Konzert sind wir dann alle noch auf eine Party und haben ziemlich viel getanzt. Da... Und da? Vielleicht habe ich zu wenig getrunken. Zu wenig oder eher zu viel? Nein, nicht, was du denkst. Keinen Alkohol. Ich hab die ganze Zeit getanzt und einfach vergessen zu trinken. Deswegen... Deswegen was? Na, ich bin plötzlich einfach zusammengeklappt. Zusammengeklappt? Heißt das, du bist ohnmächtig geworden? Nein, nicht richtig. Ich hab einfach kurz schlapp gemacht. Kreislaufmäßig. Aber es war dann gleich wieder vorbei. Ein Kreislaufkollaps. Es war echt nicht so schlimm. Aber damit muss man doch zum Arzt. War ich ja. Bei Westermeier. Er war hier. Ja und?
Mama, mit mir ist alles in Ordnung. Wirklich. Können wir denn nicht jetzt endlich von was anderem reden? Zum Beispiel, was du bei deiner Hochzeit für ein Kleid anziehen willst. Komm, Lee, jetzt lenk bitte nicht ab. Du erzählst mir doch nicht alles. Mensch, Mama, du nervst. Ich lebe noch. Reicht das nicht? So viel Frechheit hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wenn es drauf ankommt, bin ich zu allem fähig. Die arme Sprechstundenhilfe. Ich hätte gar keine andere Wahl, als uns vorzulassen. Hauptsache, wir haben den Termin, oder? Aber doch nur, weil zufällig ein anderer Patient abgesagt hat. Dann muss ich noch mal ein bisschen Glück haben. Glück, ja. Warum hast du mir nicht gesagt, dass Leithardt so eine lange Warteliste hat? Weil du dann unter Garantie nicht mitgekommen wärst. Das stimmt. Ich weiß sowieso nicht, was ich hier soll. Ach, Mascha. Es läuft doch aufs Gleiche raus, ob ich jetzt im Krankenhaus Patientin bin oder hier. Einmal Patient, immer Patient. Jetzt warte doch erst mal ein bisschen ab. Abwarten? Mensch, du hast vielleicht Zeit für sowas, ich nicht. Ehrlich, ich find's ja toll, wie du mich hier reingeschleust hast, aber... Aber eigentlich will ich das ja alles gar nicht. Mascha! Ich glaube, wir lassen das besser. Ehrlich, das bringt doch nichts. Frau Gellert, freut mich. Neidhart. Guten Tag. Es freut mich vor allem, dass wir so schnell zusammengekommen sind. Da hat der Zufall wohl ein bisschen mitgespielt. Hallo. Der Patient, der heute seinen Termin abgesagt hat, ist übrigens verzogen. Das heißt, Sie könnten jetzt seinen Therapieplatz sogar ganz übernehmen. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Ich kann mir nicht helfen. Irgendwas hat sie. So. Findest du? Ich kenne doch Lee. Da muss irgendwas passiert sein. Vielleicht auf dieser Party. Sonst hätte sie nicht so schnell das Thema gewechselt. Das wird sie dir schon selber sagen. Also doch. Ich hab's doch gewusst. Was ist passiert? Sie hat dir doch schon fast alles erzählt. Fast. Also da gibt es doch was, was ich noch nicht weiß. Hm? Ich fänd's, wie gesagt, besser, sie sagt es dir selber. Also, mein Lieber, so einfach kommst du mir nicht davon. Entschuldige bitte, Ulay. Ich finde, Lee ist fast erwachsen und ein Stück weit für sich selber verantwortlich. Sag bitte, was passiert ist. Also, schön. Das Westermeier bei uns war, das weißt du. Ja, weil ich auf dieser Party zusammengebrochen ist. Nein, nicht auf der Party. Als sie gestern nach Hause gekommen ist. Ich habe dann sofort Westermeier angerufen und... Das war doch gestern Nachmittag. Lee hat mir gerade gesagt, dass... Westermeier... Heißt es? Die ist erst gestern Nachmittag nach dieser Party nach Hause gekommen? Ulla. Das glaube ich aber nicht. Na, warte. Würdet ihr mir jetzt bitte erzählen, was hier wirklich los gewesen ist, während ich nicht da war? Aber ich... Keine Ausrede. Ich weiß sowieso alles. Was guckst du mich denn so an? Was kann ich denn dafür, wenn Frederik die Kerze fallen lässt und dann auch noch aus dem Rollstuhl kippt? Das glaube ich ja wohl nicht. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Du treibst dich die ganze Nacht rum, schwänzt die Schule und dann machst du oben rein auch so, als wäre das vollkommen normal. Mach ich ja gar nicht. Und außerdem erwarte ich, dass du mir jetzt erzählst, was auf dieser Party wirklich passiert ist. Du weißt doch schon alles. Lee, ich hab Ulla... Jürgen, halt dich da raus. Ich will es von dir wissen. Mein Gott, ich hab das Zeug nur einmal probiert. Ein einziges Mal. Was? Na, das Ecstasy. Andere nehmen das Zeug laufend. Ich habe es wirklich nur ein einziges Mal probiert. Deshalb also dieser Kollaps. Ja, was willst du denn noch von mir hören? Hat dir ja sowieso schon alles gepetzt. Und herzlichen Dank auch. Klasse Einstieg als Stiefvater. Nein, ich werde mit Sicherheit nicht jeden Patienten, der zu mir kommt, heilen können.
Ich werde auch Ihnen keine Garantie geben können, dass Sie wieder ganz gesund werden. Sondern? Ich kann dafür sorgen, dass Sie ein wenig länger leben, als wenn Ihre Krankheit nicht therapiert würde. Ein wenig? Ein Jahr, zwei Jahre, vielleicht 10 Jahre, ich weiß es nicht. Vielleicht werden Sie auch wieder ganz gesund. Und wie bitte soll das gehen? Ich werde Sie nicht operieren. Ich werde Sie keinen radioaktiven Strahlen aussetzen. Und ich werde Ihren Körper nicht mit Chemie bombardieren. Sondern? Dazu muss ich Ihnen sagen, dass ich selbst einmal an Krebs erkrankt war. Ich weiß also sehr gut, was in meinen Patienten vorgeht. Und jetzt sind Sie geheilt? Ja. Und wie schlimm war der Krebs? Ich meine, was für Chancen hatten Sie? Zugegebenermaßen etwas bessere als Sie. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich damals, als ich krank wurde, noch Schulmediziner war. Und dass ich mir ganz klar darüber geworden bin, was jetzt durch die Schulmedizin auf mich zukommen würde. Operativer Eingriff mit dem Risiko der Streuung. Die Kobaltbombe mit dem Risiko der Vernichtung gesunden Gewebes. Das gleiche mit der Chemotherapie. Und daraufhin habe ich meine eigene Methode entwickelt und an mir selbst als erstem ausprobiert. Und? Ich bin jetzt gesund. Vollkommen gesund. So, ihr lieben Kleinen. Jetzt ruht euch erstmal ein bisschen aus. Dann geht's an die Arbeit. Bin gespannt, ob euch der gute Olli Ebert auch so niedlich findet. Oh, Scheiße! Oh nein, bin geblieben. Komm her. Hier, komm her. Ach, verdammt doch mal. Kommst du hier, du bist. Geh her da. Nein. Sag mal, hast du im Lotto gewonnen? Besser, viel besser. Mach diese spannend, erzähl. Sogar sowas wie ein doppelter Lottogewinn. Oh, Mascha hat sich dazu entschieden, doch eine Therapie zu machen. Wirklich? Ja. Mann, bin ich froh. Freut mich. Wer behandelt sie denn? Das ist der zweite Lottogewinn. Der Typ ist spitze. Keine Operation, keine Chemie, keine Bestrahlung. Der ist klasse. Ein Alternativmediziner. Genau, und der hat seine eigene selbstentwickelte Methode. Und wie heißt dieser Arzt? Neidhardt. Klaus-Dieter Neidhardt. Neidhardt? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, klar. Das ist einer, dem man vor 2, 3 Jahren die Approbation entzogen hat. Die Approbation entzogen? Ja, ich bin ganz sicher. Klaus-Dieter Neidhardt. Das heißt, dass er gar nicht mehr praktizieren darf? Jedenfalls nicht mehr als Arzt. Und warum nicht? Weil er ein Scharlatan ist. Wieder eine Hoffnung zerplatzt? Der Wunderheiler entpuppt sich als Scharlatan. Wie soll es jetzt mit Mascha weitergehen? Im nächsten Marienhof. Diese Sendung wurde gesponsert von Joy, dem Trendmagazin für junge Frauen. Der Smash-Hit aus dem Marienhof. Judith mit We Gonna Stay Together. Jetzt überall.